Und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars vs. Gaming. Leute, es ist endlich soweit. Star Wars Squadrons ist draußen. Und es scheint direkt reinzugehen. Ich habe das Spiel einfach gestartet und es scheint anzufangen. Also Alderaan wurde zerstört, okay. Dann schauen wir mal, was passiert. Okay, es kommt doch das Menü. Oder ist das nur ein Ladebildschirm? Ich weiß es nicht genau. Oh, cool. Wir können Charaktere anpassen. Nur einmal kurz, damit ihr Bescheid wisst. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie viel Uhr dieses Video jetzt hier rauskommen wird, aber wahrscheinlich recht früh morgens. Und heute wird definitiv hier auf Star Wars Basis Gaming noch ein zweites Let's Play von Squadrons kommen. Ich glaube, ich nehme den. Den hatten wir auch immer in den Trailern gesehen. Den finde ich ganz cool. Bleiben wir erstmal dabei. Ich hoffe, man kann das vielleicht später noch ändern. Wen haben wir denn hier noch? Und auf Star Wars Basis auf meinem Hauptkanal wird es heute um 14 Uhr, wenn ihr das Spiel hier oder das Video seht, wenn es rauskommt, einen Stream, einen Multiplayer-Stream mit euch geben. Da schaut auf jeden Fall auch gerne mal vorbei. Wenn das jetzt aus dem Weg ist, nehmen wir das mal so an und nehmen das an. Und wir spielen auf Standard definitiv erstmal. Story-Modus, damit ist es dann wahrscheinlich sehr einfach. Standardflug, Veteranenflug oder Sturzflug. Wir nehmen auch erstmal Standardflug. Alles so wie es ist. Und wir starten das Spiel. Mal schauen, was passiert. Ich bin bereit, die Einzelspieler-Story zu beginnen. Ja. Okay. Alderaan hat die Vernichtung gewählt. Sie haben Rebellion und Anarchie entfacht. Und den Preis dafür bezahlt. Die Überlebenden verbreiten weiterhin Unruhe. Findet sie. Ruht nicht, bis die Zerstörung Alderaans abgeschlossen ist. Lord Vaders Befehle sind eindeutig. Sind sie? Ja, die Überreste Alderaans auslöschen. Wie? Die Überlebenden sind doch untergetaucht. Angeblich befindet sich ein alderanischer Konvoi auf dem Weg nach Foster Haven. Sie locken sie raus und geben ihnen den Rest. Ist das verständlich, Captain? Natürlich, Commodore Sloan. Wegtreten. Captain James. Alles bereit, Lieutenant Carroll? Die Staffel ist unterwegs. Sie brennen darauf, Lord Vaders Befehle zu befolgen. Und Sie? Sie wollen Flüchtlinge töten, deren Welt wir zerstört haben. Während des Iskallon-Aufstands brachten Sie mir bei, Propaganda zu ignorieren. Es sind Verräter und keine Flüchtlinge, und so werden wir sie auch behandeln. Die übliche Sigma-9-Konfiguration wurde vorbereitet. Nur Standardteils heute. Fliegen nach alter Schule, Sir? Vielleicht wird es ja doch noch eine Herausforderung. Sie hören mich, Teresa. Aber verstanden haben Sie nicht. Bald wissen wir Bescheid. Ich führe. Und niemand feuert ohne meinen Befehl. Wenn der Konvoi da draußen ist, wollen wir sie nicht verschrecken? Machen wir es richtig. Ich werde mein Bestes geben. Oh. Man kann sich umsehen. Das ist ja sehr cool.
Mehr passiert hier im Hangar, glaube ich, auch nicht. Aber definitiv auch sehr interessant, dass wir direkt Ray Sloan hier in der ersten Cutscene gesehen haben. Aber wir machen uns direkt bereit zum Start. Wir wollen losfliegen. Endlich mal was von dem Gameplay mitbekommen. Oh. Kann ich schon irgendwas tun? Es sieht noch nicht so aus. Und guck mal, da ist direkt ein TIE Advanced. Pilot, starte deine Cockpit-Systeme. Wenn ich das richtig sehe. Wird gemacht. Um die Systeme zu starten, machen wir. Boop, beep. Oh, das ist so cool. Checks abgeschlossen. Legen wir einen sauberen Start. Folgt meinem Jäger. Alles klar. Okay, LT, um das vorausfliegende Ziel anzuvisieren. Interessant. Kontaktsensor läuft und online. Und nun Schub einleiten und den Hangar verlassen. Womit nehmen wir Schub? Nach vorne drücken. Okay, das ist ziemlich einfach. Sonst kann ich bisher noch nichts machen. Ah, jetzt kann ich mich auch umsehen. Okay. Ja, rechten Stick, um zu steuern. Das ist auch ziemlich klar. Okay. Ein Quasar Fire. Ein paar Architems. Mal einmal kurz. Ist hinter uns noch was? Unser Sternzeug. Oh, wow. Einige Schiffe. Okay. Gucken wir, dass wir ihm hier wieder folgen. Und unten links sehen wir auch, wie ich hier meine Geschwindigkeit verringere und erhöhe. Das finde ich sehr gut. Ich soll ihm erstmal um die Flotte herum folgen. Das ist jetzt natürlich am Anfang ziemlich viel Tutorial-Mission. Aber ich habe sie bisher auch noch nicht gespielt und deswegen auch sehr interessant alles. Hätte ich mich gerade gar nicht... okay. Ich mich gerade gar nicht umsehen brauchen, weil wir das ja automatisch schon machen hier. Vorsicht, die Schilde können uns nichts anhaben, doch so nah am Schiffsrumpf sollten wir gut aufpassen. Ja? Oh. Sie haben recht, Sir. Es ist toll, wieder wie früher zu fliegen. Es gibt etwas sehr Offensichtliches an einem TIE-Jäger. Unsere Feinde wissen, was ihnen blüht. Aber das ist auch sehr interessant, dass wir hier so einen TIE Advanced direkt in der ersten Mission von unserer Nase gesetzt bekommen und den, soweit wir wissen, nicht selber spielen können. Zumindest im Multiplayer nicht. Im Singleplayer bin ich mir nicht sicher. Wie muss ich das jetzt machen? Draufdrücken oder? Ich kannte einige Draufgänger, die das auf die Härte zu erfahren haben. So ganz habe ich das jetzt nicht verstanden, was ich damit machen muss, um auf die halbe Geschwindigkeit zu gehen. Oder soll ich einfach nur runterdrücken, um auf 50 zu kommen? Oder ist das schon... Ne, die 65 ist die Hälfte. Komisch. Jetzt scheine ich aber ziemlich genau... Ja, gut. Ziemlich genau auch so schnell zu sein wie er. Jetzt... Oh. Jetzt wird er schneller. Alles klar. Okay, dann docken wir mal an und dann kommt hoffentlich mehr Action. Nein, die fliegen ja alle schon. Ich will doch mitfliegen. Okay, machen wir. Langsamer. Okay, ich muss hier nicht mehr abbremsen. Okay. Flugsteuerung will ich aber gar nicht bisher verändern. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben Unterstützung, doch das Aufspüren des Flüchtlingskonvois ist unsere Aufgabe. Sie entkommen dem Imperium nicht nochmal. Auch interessant, dass der alleine in den Hyperraum springen kann. Aber ich glaube, dass der TIE Advanced war ja einer der ersten TIE-Jäger, der das wirklich konnte. Wenn nicht im Kanon sogar der erste.
Okay, das sieht nach einer sehr coolen Map aus. Foster Haven. Wahrscheinlich der abgeschiedenste Handelsposten in diesem Sektor. Es ist nur ein Anlaufpunkt für Diebe und Piraten. Wenn sich die Flüchtlinge hier verstecken, sind sie sicherlich nicht so unschuldig, wie sie behaupten. Auch schön, dass wir hier einige zivile Schiffe zu sehen bekommen. Das haben wir in Star Wars Spielen sehr, sehr selten. Da hat man ja meistens nur Rebellen, Imperium zu dieser Zeit und das war's. Und so von der normalen Bevölkerung sieht man nicht so viel. Das ist sehr, sehr schön. Blockade formiert sich. Unsere Nachhut ist zumindest gesichert. Interessant. Ja. Und es sind eine Menge Frachter unterwegs. Bisher ist es noch nicht so schwierig. Aber ich denke mal, das wird sich bald ändern. Genau. An alle Frachtschiffe, hier ist Captain Lyndon James vom Galaktischen Imperium. Bereithalten für sofortige Inspektion. Und hier ist der Stationsleiter von Foster Haven. Hören Sie auf, meine Kunden zu belästigen. Wenn Sie kooperieren, wird Ihnen nichts geschehen. Weitermachen, Pilot. Bestätige. Prüfe deinen Frontalsensor. Er erkennt potenzielle Ziele. Pilot, inspiziere zuerst dieses Schiff. Welches? Okay. Um ein unbekanntes Schiff oder Objekt zu scannen, blicke es an und tippe LT, um es als Ziel zu erfassen. Nähere dich ihm anschließend. Der Scan beginnt automatisch, wenn du in Richtung des Ziels siehst und dich weniger als 1000 Meter davon entfernt findest. Okay. Moment, Moment. Probieren wir es mal. Wir waren dem Imperium immer treu ergeben. Scan abgeschlossen, das ist sehr schön. Treu ergeben, ich schwöre. Das ist anscheinend wirklich nur ein Händler. Und ich rede hier übrigens teilweise nicht so viel, damit ihr auch alles hören könnt, was im Spiel passiert. Deswegen, wenn ich leise bin, wisst ihr, woran das liegt. Gut. Prüfe jetzt das nächste. Ich zahle jeden Preis. Beschlagnahmt nur das Schifflicht. Keine Flüchtlinge an Bord. Oh, ich kann ganz normal stehen bleiben. Das ist cool, wie schnell das auch geht. Ihr mein Schiff nicht? Da. Ein Schiff versucht zu fliehen. Oh. Das ist ja verdächtig. An alle Waffensysteme hochfahren. Oh, da hab ich meine Waffensysteme. Ups. Hab ich schon gemacht, bevor er das überhaupt... Ich soll es einfach nur verfolgen? Oder soll ich weiter drauf feuern? Hier steht einfach nur, verfolge das fliehende Schiff. Ja, das mache ich gerade. Soll ich jetzt noch 22 Sekunden? Ich schieße noch mal ein bisschen drauf. Okay. Okay, ich sollte es wirklich auch abschießen. Nur geschmuggelte Waffen und eine Ladung Gewürze. Die Flotte kümmert sich um diese Schmuggler. Wir fliegen zur Station. Ah, ich mag die Übersetzung von Gewürze nicht. Ah, um zwischen Zielen zu wechseln. Okay. Interessant. Im Englischen heißt es ja Spice und es ist so eine Sammelbezeichnung für Drogen. Und Gewürze ist auf Deutsch irgendwie schlecht übersetzt. Die Stationsverteidigung hat sich gerade aktiviert. Okay. Nimm ich. Das sind ja einige. Wie weit muss ich denn... Autsch. Wie weit muss ich denn rankommen, um Energie auf die Laser umzuleiten, nach oben drücken? Okay, machen wir das mal. Dann können wir anscheinend nicht mehr so schnell sein. Und ich bin schon angeschossen worden, habe nur noch 98 Leben. Oh ja, das merkt man aber auch. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber ich merke es definitiv, dass ich jetzt durchaus langsamer bin. Und nicht mehr so schnell wie vorher. Ah, das Spiel ist bisher echt... richtig, richtig cool. Ich meine, wir haben ja noch nicht viel gesehen, aber trotzdem. Und die haben ja mal richtig viele Laser hier. Was denen nicht so viel bringt. Wir haben nur noch 94 Leben. Von 100, 93, ouch, 92. Ich würde gerne wieder ein bisschen mehr auf meine Schnelligkeit umschalten. LB, um den Rumpf zu reparieren. Ah, cool. Das kann ich anscheinend viermal machen. Jetzt nur noch... Oh nein. Jetzt muss es resettet werden. Okay. Oh, da ist noch einer. Hui. Das sollte reichen. Nicht schlecht, Pilot. Unser Ruf wird sich davon niemals erholen.
Ah, guck mal, wenn ich jetzt nach unten drücke, habe ich die Energie ausgeglichen. Was mache ich, wenn ich nochmal nach unten drücke? Geht nichts. Nach oben, nach rechts. Ist auch Waffenenergie noch? Ah, okay. Nach links wäre dann Schub noch voll nach vorne. Wird mir wahrscheinlich gleich noch erklärt. Upsi. Und ich fliege hier auch komplett in die falsche Richtung. Weil die anderen Teils in die Richtung geflogen sind. Dann gucken wir mal, dass wir ihm jetzt hier schnell... Die sind wahrscheinlich mir einfach nachgeflogen. Naja, macht mal nix, ne? Wir folgen dem weiterhin. Und gucken mal, wo wir da hinkommen. Wahrscheinlich da oben durch. Oh, diese Map ist schon alleine wirklich, wirklich cool. Was sind das denn? X-Wings? Oh mein Gott. Autsch. Au, ich habe nur noch 75 Leben. Boah, das ist jetzt... Gerade sage ich noch, es ist relativ einfach. Und das ist jetzt schon durchaus härter. Wo ist der denn jetzt? Da, komm schon. Autsch. Einige Sternige, wie zum Beispiel X-Wings, besitzen sich regenerierende Schilde. Du musst zunächst die Schilde zerstören, bevor du dem Rumpf Schaden zufügen kannst. Okay. Wenn dein Fadenkreuz von weiß auf rot wechselt, trifft dein Schuss das Ziel. Achte darauf, wie der Feind sich bewegt und ziele ein wenig vor das Ziel, um einen perfekten Treffer zu landen. Alles klar. Machen wir. Der ist weg. Sehr schön. Energie auf die Laser. Will ich Energie auf die Laser umstellen? Ja, will ich vielleicht. Bin etwas desorientiert gerade. Aber das wird schon gehen. Und ich sollte nicht komplett abbremsen. Ist wahrscheinlich eine schlechte Strategie. Oh, der fliegt direkt auf mich zu. Den haben wir. Und wo ist der nächste? Der ist hier oben. Oh, da sind noch einige. Schon. Holen wir uns den hier, der ist etwas näher dran. Den haben wir auch. Ah, die sind aber relativ leicht zu erledigen. Habe ich nicht so das Gefühl, dass die wirklich Schilder haben. Aber es ist, wie gesagt, die erste Mission und ich habe es auf einer relativ leichten Schwierigkeitsstufe. Oh, das ist aber... Wenn man auf langsam stellt, wendet sich der auch langsam. Das ist auch gut zu wissen. Bei manchen Spielen ist das ja so, muss man langsamer fliegen, um einen besseren Wendekreis zu kriegen. Hier anscheinend nicht, das ist gut zu wissen. Abschluss bestätigt. Der ist weg. Ah. John. Der auch noch. Kriegen wir den noch? Außer Reichweite, okay. Es scheinen aber nur noch diese beiden zu sein, wenn ich es richtig sehe. Der ist weg. Ah. Der fliegt an mir vorbei. Hui. Komm schon. Das sind aber viele direkt, ne, für die erste Mission. Das ist schon außerordentlich viel. Okay, die haben wir aber alle vernichtet. Reparieren wir nochmal kurz ein bisschen. Captain, die Rebellenjäger kommen aus dem Tunnel durch die Station. Der Flüchtlingskonvoi muss da drin sein. Hinterher! Mit ihnen beschäftigen wir uns später, Stationsleiter. Dann fliegen wir mal hier rein, ne? Bin die ganze Zeit schon voll bereit. Oh, was ist das denn? Da geht er fast nicht. Oh, 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 damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Alle Systeme sind ausgefallen. Das waren Ionenraketen. Wo zur Hölle kamen die her? Entschuldige, Teresa. Nach Alderaan kann ich nicht ignorieren, was aus dem Imperium geworden ist. Sir, Linden, was sagen Sie da? Dass es mir egal ist, wer den Befehl erteilt hat. Ich diene nicht, um unschuldige Flüchtlinge zu verletzen. Und wenn deren Schutz mich zu einem Rebellen macht, dann sei es so. Verdammt! Pilot, versuch die Abschaltung zu umgehen. Und drücke wieder deine beliebige Taste, okay. Das mache ich. Oh! Dann hätte ich gerne jetzt mal meine Schnelligkeit zurück. Das geht natürlich nicht, so ein Verräter können wir natürlich nicht hier da einfach fliehen lassen. Der hat aber auch Schilde hier. Ah, jetzt hat er keine Schilde mehr. Ah, komm schon. Etwas ausgleichen hier. Muss ich erstmal darauf klarkommen, was ist. Ah, okay, das tut weh, dadurch zu fliegen. Das ist auch gut zu wissen. Ich habe so das Gefühl, dass wir ihn nicht einholen können.
Ich sehe den Konvoi. Direkt vor uns. Feuer bereit machen. Hier ist der Flüchtlingskonvoi Algeras Hoffnung. Es sind Familien an Bord. Ah, schaff was du durch. Oh! Raus aus dem Tunnel. Puh! Könntest du doch die Dinger mit meinen Augen sehen? Warum kann ich denn jetzt nur noch mit einem Schuss schießen? Weil ich hier. Okay! Und damit sind wir auf Seiten der Rebellenallianz anscheinend in einem X-Wing. Unverständlicher Notruf. Der Funkspruch klingt verzweifelt. Versteht jemand, was er sagt? Sie arbeiten daran. Okay, Echo-Staffel, zu mir. Oh, oh, oh. Echo-Staffel, hier spricht Admiral Akbar. Echo-Anführer hier. Konnten Sie die Quelle des Notsignals ermitteln, Admiral? Hoffentlich. Du musst wahrscheinlich improvisieren. Halte deine Staffel gut in Schuss. Verstanden, Sir. Echo, bereit machen für Systemcheck. Geh auf Position, Staffel zu mir. Alles klar. Was haben wir denn hier so? Ganz viele Nebulan B-Fregatten und ein paar CR-90. Und eine MC-80 der Liberty-Klasse, wenn ich das richtig sehe. Da blinkt Schub auf, da links. Energiemanagement, nach unten, nach oben haben wir... Ah, okay. Links ist Energie auf Triebwerke. Boah, können wir da schnell... Alter, Alter. Schnell und agil, verstanden. Oh! Der ist gegen mich geflogen. Nach oben Energie auf die Laser. Und nach rechts dann auf die Schildenergie, ne? Sehr schön, rechts ist meine Schildstärke. Genau, eine Weile werden wir durchhalten müssen. Aber ich muss sagen, mich nervt das, dass dieser andere X-Wing gegen mich geflogen ist. Kann ich den hier auch? Ja, ich kann mich hier auch reparieren, immerhin. Immerhin. Vielleicht bringt das zumindest hier im X-Wing doch was. Also etwas langsamer zu werden, um dann besser wenden zu können. Das muss ich nochmal genau überprüfen, aber nicht jetzt. Jetzt gucken wir erstmal, was hier mit der neuen Republik passiert. Munition beim U-Flügler. Dann folgen wir dem U-Flügler. Oh. Hui. Nachschub erhalten. Sehr schön. Okay, jetzt sollen wir wieder hier unserem Anführer folgen. Dann gehen wir mal hier zu den Koordinaten und fliegen zu Foster Haven. Und versuchen da mal zu helfen. Mal sehen, was da passiert. Aber dass jetzt meine Scheibe da kaputt ist, ne? Das nervt mich so richtig. Ah, jetzt ist sie wieder besser. Oder? Nee. Sah nur so aus. Mal, jetzt ist sie aber besser. Immerhin. Immerhin. Ui. Ui, ui, ui. Das sieht nicht so gut aus. Fangen wir erstmal dem Echo an, über. Okay. Ist zwar riskant, aber wenn wir nah an den Sternenzerstörer fliegen, sollten wir sicher auf die andere Seite kommen. Interessante Strategie. Wartet.
Aber unten hat er ja so gut wie keine Waffen, ne? Von daher. Vor allem Schub. Ah, okay. Nach vorne drücken, um den... Um den Schub einzuleiten. Das war's dann wohl mit Echo 5. Wie lange kann das denn durchhalten? Okay, nicht so lange, aber ist schon interessant. Und soweit ich weiß, kann ich jetzt auch noch die Energie meiner Schilde umstellen, aber ich weiß noch nicht so ganz wie. Machen wir. Machen wir erstmal halb-halb, sozusagen. Also alle meine Energie komplett gut verteilt, sozusagen. Und... Oh, war das der X-Wing? Das ist natürlich nicht so schön. Ah, da ist der nächste. Haben wir? Okay. Nee, da kommen noch... Hallo? Kann ich die nicht... Wollte gerade sagen, warum kann ich die denn nicht hier anvisieren? Aber doch, ich musste nur was anderes drücken. Und ich mach mal alle Energie auf meine Waffen. Das kann ja so nicht hier angehen. Und wir fliegen ein Stückchen. Autsch, autsch, meine hinteren Schilde sind nicht gut. Aber wir müssen hier zum Konvoi und dem helfen, ne? Und jetzt sind wir auch nah genug dran. Was war das? RB für eine Rakete? Können wir mal... Wartet. Den hier. Jo, ein Torpedo. Sehr interessant. Komm schon. Bringt das wirklich doch was, ein bisschen abzubremsen und zu wenden? Das sind meine Schilde, die hier gerade sowas von drauf gehen. Meine hinteren sind nicht gut drauf. Doch, wenn ich abbremse, kann ich ein bisschen besser wenden. Auf jeden Fall mit dem X-Wing. Bin mir nicht sicher, ob mit dem TIE-Jäger auch. Die sind windig und definitiv momentan... Okay, wir müssen was tun, um hier wegzukommen. Autsch. Das war die Hälfte. Weiter so. Und... Au, au, au. Okay. Mein Kommentar hier zum Gameplay ist gerade nicht das Beste. Merke ich. Aber ich muss mich auch sehr konzentrieren. Vergebt mir das. Ich hoffe, es kommt trotzdem rüber. Mir macht es bisher einen Riesenspaß, das hier zu spielen. Und ich hoffe, das merkt ihr auch. So. Er kommt weg. Au, jetzt ist der gegen mich. Oder ich gegen ihn. Naja, gut. Wie man es nimmt, ne? Kann man so oder so sehen. Ich würde ja sagen, er ist gegen mich geflogen, aber... Ja, dann... Bring mich doch in Reichweite. Haben wir noch einen irgendwo? Ja, dann machen wir nochmal eine Rakete. Wenn das Spiel doch möchte, dass ich eine Rakete hier drauf habe. Oh. Okay. Den letzten direkt mit einer Rakete. Ja. Ich finde das cool, dass hier auch die Schilde angezeigt werden von meinen Verbündeten und sozusagen. Oh oh, das da links gefällt mir nicht. Was sind das? Zwei Quasar Fire, drei Actins und einen Sternzerstörer. Ein paar X-Wings und ein TIE Advanced Prototype. Prototyp werden es nicht schaffen. Machen wir doch. Jetzt wünsche ich mir, ich hätte nicht so viele Raketen verschossen. Aber gut. Schon der nächste hier. Machen wir da noch eine Rakete drauf. Ich habe nur so das Gefühl, dass wir vielleicht auch schon gegen ein Großkampfschiff gleich kämpfen müssen. Und den hier mal. Der fliegt zu schnell. Deswegen vielleicht nicht alle Raketen aufbrauchen. Weil eigentlich glaube ich fast, dass wir da dann vielleicht noch ein anderes Schiff bräuchten. Dass das jetzt noch nicht so
Warum auf halbe Geschwindigkeit abzubremsen und schneller zu werden? Das verstehe ich nicht. Okay. Oh, da haben wir jetzt eine rote CR90 Kreuz, ist das richtig? Muss ich mal eben kurz gucken. Oh. Sehr interessant. Na gut, nehmen wir uns mal diese Teiljäger hier vor. Autsch. Ah. Da konnte ich jetzt natürlich nicht dran vorbei. Also dem quasi nicht folgen. Und ich habe keine Energie mehr in meinen Lasern. Das ist auch unschön. Der war anscheinend von einer Rakete betroffen. Von einer Ion-Rakete. Aua. Irgendwer ist hinter mir. Ah, und nimmt mir alle meine Schilde von hinten. Das gefällt mir nicht. Und jetzt mal gucken, dass wir hier dem erstmal ein bisschen entkommen. Und... Ah. Ich habe keine Ahnung, was da gerade als grün aufgetaucht ist. Was ich richtig gemacht habe. Aber ist ja schön, dass ich irgendwas gut gemacht habe. Weg. Oh, komm schon. Oder stand da vorhin, bin ich so blöd und kann nicht lesen. Mir kommt das hier mit dem, um auf halbe Geschwindigkeit zu kommen, um schneller zu werden. Gibt nicht auch Sinn, stand da, um schneller zu wenden? Das wird natürlich Sinn ergeben. Das wäre dann auch das, was ich die ganze Zeit diskutiert habe. Aber naja. Das waren alle Teile, das ist ja schön. Und jetzt hier, Quasar Fire zerstören. Machen wir doch. Oh, direkt drauf zu fliegen ist vielleicht nicht die schlauste Idee. Aber so wie es aussieht, habe ich auch unendliche Leben? Weil da steht nur noch X-Wing und kein... Oh nein. Oh nein, ich habe nicht unendliche Leben. bleiben wir mal langsamer. Wir werden mal langsamer. Ist der schon zerstört? Oh, das ging ja schnell. Ich wollte jetzt noch eine Rakete reinhauen. Aber gut. Machen wir. Ich weiß, wie die imperiale Flotte operiert. Ich weiß, dass sie genau in diesem Moment ihre Großkampfschiffe für einen Angriff vorbereiten. Wir brauchen Unterstützung. Sicher, ich schicke die restliche Echo-Staffel mit allen verfügbaren Ressourcen. Nähern uns einem Sternenzerstörer. Schon wieder. Wir blicken direkt in die Geschütze. Keine Angst, unsere Flotte ist auf dem Weg? Okay. Moment. Das Imperium schickt einen Raider, um den Konvoi abzufangen. Das darf natürlich nicht sein. Pilot, mir nach. Fast in Reichweite. Bereit machen. Ah, komm schon. Alles auf die Schilde. Und mach schnell hier wegfliehen sozusagen. Mit Geschwindigkeit. Und jetzt wieder auf die Waffen gehen. So wie es aussieht, wenn ich das richtig lese, hat der fast keine Schilde mehr. Das ist gut zu wissen. Und dann... Ja, jetzt hat er keine Schilde mehr. Jetzt kommen wir auf den Rumpf. Und die Star Wars-Schiffe, vor allem die Imperialen, sind von hinten immer am schwächsten, weil die da fast nie Bewaffnung haben. Deswegen setze ich mich natürlich schön mal hinter die. Oh mein Gott, guck mal, unsere ganze Flotte hier geht mit drauf. Und meine letzte Rakete. Ah, der ist fast... Fast ist er weg. Fast ist er weg, komm schon. Und die Arkadins da, ist das die, die wir zerstört haben? Oder haben die jetzt auch eine zerstört, die Flotte hier? Sieht so aus, als hätte die Flotte einen zerstört. Sehr cool. Das übernehmen wir. Oh, die Nibelung B sieht aber auch nicht gut aus. Oh, das war knapp. Das war knapp. Wartet, der Sternenzerstörer überwacht alle möglichen Vektoren. Sie können euch immer noch finden. Pilot, es ist riskant. Doch wenn wir das Zielerfassungssystem der Vigilance zerstören, verliert das Imperium womöglich die Spur des Konvois. Moment mal, ihr wollt zu zweit den Sternenzerstörer angreifen? Gut, machen wir doch mal. Ich kann eure Flotte die Schilde unten halten. Schlagt 4 zu, wir können die Zielerfassung der Vigilance zerstören.
Komm schon. Ach, ich muss das erstmal anvisieren, ne? Oh mein Gott, warum mache ich das nur? Warum habe ich hier auf 0 abgebremst? Oh, ich war so dumm. Aber es hat funktioniert. Da bin ich noch von Sternjägerangriff von Battlefront 2 so ein bisschen geschädigt. Weil man da ja nicht komplett abbremsen kann. Aber gut. Alles auf die Antriebe und boosten. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend, finde ich. Bisher. Macht sehr viel Spaß. Oh, 4 Jahre später. Wir alle wählen unseren Pfad, hell oder dunkel, Freiheit oder Zerstörung. Das Imperium vernichtete Alderaan, um Furcht zu verbreiten und die Feuer der Rebellion zu löschen. Doch die heldenhaften Piloten der Rebellenallianz entschieden sich für den Kampf, um dem Imperium zu zeigen, dass wir keine Angst haben. Ihr Mut beendete Palpatines Herrschaft und ermöglichte die Gründung der neuen Republik. Obwohl es zersplitterte, lebt das Imperium weiter. In diesem Moment steuern imperiale Streitkräfte auf den Bormea-Sektor zu. Sie wollen unsere neue Republik zerschmettern, bevor wir Halt finden. Während ihr Imperium zerbricht, versuchen sie, ihre Macht zu wahren. Doch die Galaxis ist im Wandel und ihr könnt ein Teil davon sein. Mutige und verwegene Piloten können diesen Krieg beenden. Trefft eine Entscheidung, fliegt mit der neuen Republik, verändert unsere Galaxis zum Besseren. Sehr, sehr cool. Ich habe den Prolog abgeschlossen. Yay. Dein Abenteuer beginnt aber gerade erst. Du kannst nun die Story fortsetzen, empfohlen oder zum Hauptmenü zurückkehren, um auf Anpassungen, den Übungsmodus und die Multiplayer-Modi zuzugreifen. Okay, ich würde sagen, wir machen keins von beiden. Das war die erste Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Denkt daran, heute wird definitiv auch die zweite Folge noch kommen. Irgendwann heute Nachmittag und um 2 Uhr gibt es einen Livestream auf Star Wars Basis. Und irgendwann heute und definitiv auch das ganze Wochenende durch wird es auch noch mehrere Streams geben. Damit euch allen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.